Wenn mich eine Sache an der deutschen Anime-Szene nervt, dann ist es die Verschlossenheit gegenüber Sport-Anime. Leute ballern sich hirnlose Power-Fantasy am Fließband rein und vergessen die Quintessenz der Geschichtenerzählung. Sie sagen, Sport-Anime sind langweilig und bieten keine Action. Ich beweise euch heute, dass Deutschland mit dieser These völlig falsch liegt und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich zeige euch, warum Sport-Anime und Manga besser sind als herkömmliche Battle-Shonen. It's just a laid-back vibe, baby. Wir schreiben das Jahr 1982, der erste deutschsprachige Manga aller Zeiten erscheint. Alles fing an mit dem Manga Barfuß durch Hiroshima. Kurze Zeit später brachte Carlsen Manga Akira nach Deutschland. Eine Weile später beschenkte uns Manga-Legende Joachim Kaps mit der Lizenz von Dragon Ball. Der erste große Hype war da und es sollten unzählige weitere folgen. Jeder Deutsche weiß, was Death Note ist. Jeder Deutsche hat schon mal was von Ruffys Abenteuer gehört. Jedem Deutschen wurde schon mal ans Herz gelegt, Attack on Titan zu schauen. Die Geschichte von Anime und Manga in Deutschland ist mittlerweile über 40 Jahre alt. Aber was die Deutschen all die Jahre nicht verstanden haben, sind Sportmanga. Sportmanga sind ein riesiger Teil des Mediums und der japanischen Kultur. Es gibt sie schon seit über 100 Jahren. Sie sind schon seit ca. 1920 am Start, aber den ersten großen Boom gab es 1964 durch die Olympischen Spiele in Tokio. Das kulturell wichtigste Sportevent der Menschheitsgeschichte. Dieser Hype beflügelt auch die Anime- und Manga-Welt. 1968 konnte Ashita no Joe auf genau diesen Sporthype aufbauen und das Werk brachte Millionen von Japanern zum Weinen. Und nicht wenige von ihnen fingen daraufhin mit dem Boxsport an. 1990 erblickt Slam Dunk zum ersten Mal das Licht der Welt und sorgt dafür, dass Millionen von japanischen Kindern die Begeisterung für Basketball entwickeln. Die Japaner sind ein einzigartiges Volk. Sie reagieren so einfühlsam auf Geschichten, dass eine gute Story ihr ganzes Lebensziel verändern kann. Basketball wurde allein durch die Hilfe von Slam Dunk zu einem der erfolgreichsten Sportarten aus ganz Japan. Inoue, der Mangaka von Slam Dunk, hat sogar von der offiziellen japanischen Basketballorganisation einen Preis dafür bekommen, dass er den Basketball-Hype in Japan mitkreiert hat. Könnt ihr euch das als Deutsche überhaupt vorstellen, dass ein Manga so einen großen Impact auf die Nation hat? Ist doch krank, oder? Slam Dunk verändert auch den Kleidungsstil der Japaner. Sakuragis kurze rote Haare, Miyagis Ohrringe, Basketball-Shorts. Alles undenkbar für das sonst schlichte und förmliche japanische Volk. Ihr wisst, selbst Tattoos sind dort schwer, Haare färben sowieso und Ohrringe sind bis heute noch eine komplizierte Sache. Die Erfolgssträhne von Slam Dunk hörte einfach nicht auf und Slam Dunk ist heutzutage der 7. meistverkaufte Manga aller Zeiten und steht somit vor Shows wie Demon Slayer, Jojo oder Attack on Titan. Währenddessen in Deutschland... Was ist Slam Dunk? Seife? Was ist Seife? Slam Dunk ist der beste Sportmanga, der je geschrieben wurde und gilt als Vorbild für so ziemlich alles, was danach kommen sollte. Im Jahr 2000 folgt Hajime no Ippo, 2002 Eyeshield 21 und Haikyuu machte 2012 ähnliches wie Slam Dunk, nur für den Volleyballsport. Aber wie ist sowas möglich? Wie können Sportmanga so viele Menschen in Sachen Mode, Lebensziel, Hobby und Kultur beeinflussen? Und wieso schaffen das irgendwie nur Sportmanga? Zumindest auf diesem hohen Level. Die Antwort lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Überwahrscheinlichkeit. Die Faszination von fiktiven Charakteren lässt sich in zwei Kategorien unterteilen. Die Übernatürlichkeit und die Überwahrscheinlichkeit. Charaktere wie Ruffy, Naruto oder Ichigo zählen zur Kategorie übernatürlich. Was? Ruffy besteht aus Gummi und kann sich dehnen? Cool. Was? Freezer kann im Alleingang ganze Planeten auslöschen? Cool. Diese Faszination, die wir für diese Art von Charaktere haben, ist die Übernatürlichkeit. Sie sind dazu imstande, Dinge zu tun, die für uns normale Menschen in einer reellen Welt unmöglich sind. Das Unmögliche beeindruckt uns. Charaktere wie Sakuragi, Ippo oder Isagi gehören zur Kategorie überwahrscheinlich. Sie beherrschen keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie sind wie du und ich und genau das macht sie so glaubhaft und nachvollziehbar. Womit sie uns dann beeindrucken, ist die Tatsache, dass sie etwas Überwahrscheinliches schaffen. Es ist möglich, den Schmetterball vom besten Spieler Japans zu blocken. Es ist möglich, ein Tor gegen die U20 der Nationalmannschaft zu schießen. Es ist möglich, den amtierenden Boxchamp K.O. zu boxen. Es ist möglich, einen Slam Dunk gegen ein Spitzenteam zu versenken. Und das
macht es so genial. Wir bewundern diese Charaktere dafür, dass sie einen langen und steinigen Weg gehen mussten, um ihr Ziel zu erreichen. Und das macht es eben wertiger, als einfach nur eine Frucht zu essen oder einfach nur ein Monster in sich zu tragen. Dahinter steckt harte Arbeit und Training. Und die Tatsache, dass auch du da draußen an diesen Punkt kommen kannst, wenn du nur hart dafür trainierst, auch wenn die Chance klein ist, du siehst für einen klitzekleinen Moment, wie es an der Spitze aussieht, wenn du alles gibst. Das ist der Impact, den ein überwahrscheinlicher Charakter auf dich ausüben kann. Was er tut, ist möglich, aber nur die wenigsten sind dazu in der Lage, es wirklich zu tun. Du bewunderst den Weg, den man dafür gehen muss. Tapferkeit, Fleiß, Glaube, Zähe, das sind alles Attribute, die es schon seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte gab. Und sie sind immer gleich geblieben. Ein Ruffy zum Beispiel kann dir diese Verbundenheit nicht auf diesem Level geben. Du weißt, dass das, was er tut, in der Realität nicht möglich ist. Die Fantasie fasziniert dich, aber in Sachen Glaubhaftigkeit hat er keine Chance gegen einen Sakuragi oder einen Hinata. Es gibt Autoren, die dazu in der Lage sind, übernatürliches und überwahrscheinliches Writing miteinander zu verbinden, aber das können wirklich nur die wenigsten. Dazu kommen wir ein andermal, wenn ich ein Video über Berserk oder zum Beispiel Alice in Borderland mache. Eine weitere Sache, die Sportanime safe besser machen als Battle Shonen, ist die Unvorhersehbarkeit. Wenn Naruto gegen Pain kämpft, weiß jeder von Anfang an, dass Naruto sowieso gewinnen wird. Du kennst den Ausgang des Kampfes, bevor er zu Ende ist, weil es in diesen Kämpfen um Leben und Tod geht. Frage an euch, würdet ihr euch das DSDS-Finale anschauen, wenn ihr von Anfang an wisst, wer der Gewinner ist? Tendenziell wahrscheinlich eher nicht. Bei einem Sportanime geht es eben nicht um Leben und Tod. Die Chance auf einen Sieg liegt bei 50-50. Das bedeutet, alles kann passieren. Und das sorgt für Spannung und Unvorhersehbarkeit. Eine Unvorhersehbarkeit, die dir kaum ein Battle Shonen liefern kann. Du wirst an den Bildschirm gehuckt, wie du es noch nie zuvor erlebt hast. Glaub mir das mal. Und das Geile ist, wenn die Protagonisten gewinnen, feierst du mit ihnen. Wenn sie verlieren, dann trauerst du halt mit ihnen. Und ich kann euch gar nicht sagen, was besser ist. Die Arcs, wo man jubelt und auf den nächsten Step kommt, oder die Arcs, wo man trauert und sein Leben nochmal überdenken muss und aus diesen falschen Lektionen halt lernt. Make wa yowasa no shoumei desu ka? Kimi tachi ni totte, make wa shiren nan janai desu ka? Egal was passiert, ob sie gewinnen oder verlieren, du begleitest sie und fühlst dieselben Emotionen und lernst dieselben Lektionen, die sich direkt auf dein echtes Leben übertragen lassen. Kui. Skoshi zutsu. Demo. Kakujitsu ni. Sport ist nun mal ein Spiegel der Realität, während Fantasy-Battle-Shonen der Spiegel der Fantasie sind. Leute, die dieses Argument verneinen, haben noch nie in ihrem Leben einen Sportmanga gelesen oder geschaut. Ihr könnt dieses Level an Charakterbindung erst nachvollziehen, wenn ihr es probiert habt. Und ich rede nicht von ein, zwei Folgen. Ein ganzer guter Sportanime oder Manga mindestens komplett durchschauen. Ansonsten kann ich euch bei dieser Debatte nicht ernst nehmen. Viele von euch vorverurteilen das Genre, ich weiß das ganz genau. Ein drittes Argument ist die Glaubhaftigkeit der Disziplin. Übernatürliche Fähigkeiten werden oft völlig beschissen erklärt. Pain kann alles und jeden wiederbeleben, solange er sich dafür selbst opfert. Hä? Wieso? Weil es bequem für den Plot ist, mehr nicht. Unglaubwürdige Scheiße. Unrealistisches Writing innerhalb der eigenen übernatürlichen Regeln. So ein schlampiges Writing ist bei Sportmanga kaum möglich, weil es sich um real existierende Sportarten handelt. Mit Physik, Taktik und Verstand. Ein Beispiel.
Team Shoaku liegt hinten. Team Sano ist ihnen in Sachen Tempo und Physik weit überlegen. Sie brauchen eine Lücke im System. Sakuragi ist der König des Rebounds. Das bedeutet, er hat den höchsten Sprung und gewinnt fast jeden Zweikampf vor den Korb. Und Mitsui ist der König der Dreier. Ich bin übrigens auch der König der Dreier, aber Mitsui ist der König von den Basketball-Dreiern. Das bedeutet, er ist krank im Körbewerfen von weiter Distanz. Sie ändern ihre Taktik. Mitsui versucht, so viele Dreier wie möglich zu werfen und wenn er nicht trifft, fängt Sakuragi die Rebounds. So vermeiden sie 1 gegen 1 Situationen und können trotzdem Körbe werfen. Der Spieß wurde umgedreht und es wurde völlig logisch erklärt. Keine Verwandlung, keine neue Spezialattacke, einfach nur Logik, Intelligenz und Verstand. Vergleich das mal mit Ruffys Snake-Man-Transformation gegen Katakuri. So, die Transformation ist ganz cool, aber eigentlich völlig scheiße erklärt im Vergleich dazu. Da sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit, Freunde. Du feierst es 100-mal mehr, eine solche Wendung zu sehen, als eine übernatürliche, weil du ihnen wirklich glaubst. Und weil sich das Blatt immer wieder zurückwenden kann. Wie ich vorhin gesagt habe, die Chance ist 50-50, dass das Team gewinnt oder verliert. Ich halte eine überwahrscheinliche Erzählweise nicht per se für besser als die übernatürliche. Aber eine Sache solltet ihr euch merken, meine Freunde. Wenn es übernatürlich ist, dann sollte es auch wenigstens glaubhaft sein. Denn erst wenn eine Übernatürlichkeit auserzählt wird und dein Verstand die Logik einer Show für glaubhaft klassifiziert, kann ein Werk wirklich dein Herz berühren. Ansonsten halte ich die Übernatürlichkeit für Müll. Kinderkram für Menschen mit geringer oder unausgereifter Intelligenz. Menschen, die alles für bare Münze nehmen, was ihnen ein Autor vorwirft. So ein bisschen wie Kinder, die an den Weihnachtsmann glauben, obwohl die Geschichte eigentlich keinen Sinn macht, vorne und hinten. Und genau das ist auch der Grund, warum vor allem Kinder und Teenager affin für Battle Shonen sind, während Erwachsene sich eher realistischen Seinen, Mystery oder Sportanime widmen. Dein Lambo beeindruckt mich nicht, wenn du ihn von deinem Papa geschenkt bekommen hast. Du hast nichts dafür getan. Aber wenn du ihn dir selbst erarbeitest und etwas Überwahrscheinliches wie den Besitz eines Lambos erreichst, hast du meinen vollen Respekt. Und genauso ist es halt auch mit Fiktion. Ein geschenktes Power-Up ist nicht auf demselben Level wie ein Power-Up, hinter dem harte Arbeit steckt. Und die wenigsten Battle Shonen Mangaka sind dazu in der Lage, das wirklich glaubhaft rüberzubringen. Ein Togashi kriegt das zum Beispiel hin, aber ein Oda oder ein Kishimoto nicht wirklich. Eine Sache, die auch genius ist bei Sportmangern, sind die Punktestände. Sie sind quasi wie die Lebensleiste bei einem Pokémon-Kampf oder bei einem Street-Fighter-Spiel. Und wenn du dann noch einen Timer hast, wie zum Beispiel bei einem Basketballspiel, stellt das den Leser unter Druck. Jede Sekunde zählt, es wird immer heißer und heißer und diese Zahlen lösen Adrenalin in dir aus. Ein perfektes Stilmittel, das die Sportarten meistens schon selber für die Shows bereitstehen haben. Battle Shonen haben sowas in der Regel nicht. Man muss sowas künstlich erzeugen, mit zum Beispiel zerrissenen Klamotten oder Narben oder sowas. Klappt aber leider nicht mal halb so gut wie ein echter Punktestand, auf dem du die Wahrheit und den aktuellen Stand der Dinge sehen kannst. Oder der Mangaka von One Piece versucht dieses Adrenalin, das dadurch entsteht, zum Beispiel künstlich zu erzeugen, durch Sachen wie den Birdcage von Doflamingo oder Kaidos Flug von der Onigashima-Insel auf das Festland. Ein auf, oh nein, beeilt euch, eine Katastrophe steht bevor. Aber wie gesagt, das funktioniert halt null, wenn du eh weißt, dass diese Tragödien nie zustande kommen. Mann Leute, das Sportgenre ist so viel besser als das Battle-Shonen-Genre. Ich könnte unendlich weitermachen mit guten Argumenten. Die Möglichkeiten, die Emotionen, die Bindung, die Nähe, alles daran ist besser. Seid keine Idioten, seid nicht stur und traut euch in die Welt von Sportanime und Sportmanga. Es gibt genau einen Nachteil gegenüber Battle-Shonen und zwar, dass Sportmanga ein bisschen Zeit brauchen, um richtig gut zu werden. Die Charaktere sind realistisch, deswegen musst du sie erstmal kennenlernen. Sie müssen erstmal sympathisch werden. Sie haben keine übernatürliche Fähigkeit, mit denen sie dich in Folge 1 abholen können. Deswegen gib ihnen Zeit und vertrau mir, wenn du ihnen diese Zeit gibst, sie schenken dir mehr Liebe, als dir jeder übernatürliche Charakter je geben könnte. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2023 und Sportmanga sind auf dem Platz 1. Blue Lock, ein Manga über Fußball, hat One Piece zerstört. Es hat Jujutsu Kaisen zerstört. Es hat Attack on Titan zerstört. Es hat Demon Slayer zerstört. Und so weiter. Der letzte Sportmanga, der es auf die 1 geschafft hat, war Slam Dunk. Und ihr wisst nicht, wie glücklich ich darüber bin, dass Blue Lock das Gleiche geschafft hat. Und vor allem, ich habe es euch vor einem Jahr gesagt, dass es passieren wird. Ich sehe jedenfalls eine positive Zukunft für das Werk und es ist tatsächlich möglich, dass nach Jahrzehnten mal wieder ein Sportmanga auf der 1 stehen könnte. Keiner hat mir geglaubt. Wer hat recht? Natürlich ich.
Und auch Slam Dunk war dieses Jahr in der Top 10, was ein unglaubliches Ergebnis ist. Ihr müsst bedenken, Slam Dunk ist seit über 30 Jahren abgeschlossen. Trotzdem Top 10 ist eigentlich fast schon ein Wunder. Und das liegt alles daran, weil es Japan schon lange verstanden hat. Deutschland hat jetzt mit der Neuauflage von Slam Dunk die Chance, es auch zu verstehen. Hayabusa gibt uns mit dieser Auflage die Chance, einer der größten Versäumnisse der deutschen Manga-Geschichte wieder gut zu machen, und ihr solltet diese nutzen. Ich krieg nichts dafür, ich sag das aus ganzem Herzen, weil ich genau weiß, dass ich einer der wenigen Deutschen bin, die Slam Dunk wirklich gelesen haben. Ich liebe Battle Shonen. Zeig mir einen Menschen, der mehr Battle Shonen gelesen hat als ich. Ich liebe den Scheiß mehr als jeder einzelne von euch. Und trotzdem sage ich euch, das Sportgenre ist deutlich geiler und ihr macht einen großen Fehler, wenn ihr euch dieses Erlebnis entgehen lässt. Also, ein paar Empfehlungen für jeden, der jetzt Bock hat. Wie gesagt, Slam Dunk, der beste Sportmanga aller Zeiten. Hajime no Ippo, wenn ihr eher Einzelgänger seid und nicht ganz von diesem Gehaue und Gekloppe weg wollt, rein in Hajime no Ippo. Der Anime ist zwar alt, aber bis heute top. Haikyuu, quasi ein New-Gen Slam Dunk, nur mit Volleyball, und es wird jede Staffel besser und besser und besser. Medalist, es geht um Eiskunstlauf. Ich dachte am Anfang, was juckt mich Eiskunstlauf? Nach 5 Kapiteln lag ich weinend in der Ecke, weil es so episch war. Birdie Wing, Milfs, die Golf spielen. Okay, der letzte war Spaß. Leute, ihr habt genug Hausaufgaben. Viel Spaß bei Sport, Anime und Manga. Ich hab euch lieb.